Und damit seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum zu einem neuen Part Miitopia mit dem Zwergenforst. Marsch, rennen wir mal ein bisschen. Herr Zwergi, wer kommt denn da? WhatsApp hat einen Post für mich. Guten Tag, ich habe einen Post für Sie. Sie sind doch Herr Zwergi, richtig? Ja, kann man so sagen. Du hast einen Brief erhalten. Damit wäre meine Arbeit getan. Tschüss. Und was haben wir denn hier? Oh, ein Brief von Marmeladenoma. Ich habe doch noch gar nichts losgeschickt. Die Briefe habe ich doch vor langer Zeit erst geschickt. Die Antworten kamen doch auch. Ich habe doch keinen neuen Brief mehr geschickt. Lieber Zwergi, welch wunderbarer Tag. Mein Tipp, wenn Ungemach droht, einfach lachen. Das hilft immer. Deine Marmeladenoma. Das könnte tatsächlich ein Brief von der echten Marmeladenoma sein. Ist so. Der wäre zwar ein bisschen länger, aber... Es könnte ein Ausschnitt aus dem Text des Briefes von der echten Marmeladenoma sein. Ja, so ungefähr. Ha, wäre schön, wenn wir den dunklen Fürsten auch einfach weglachen könnten. Ja, das wäre eine nice Idee. Das wäre unbedingt empfehlenswert als Kampftaktik. Was, drei Gesichter auf einmal? Ach du Schande. Fesche Fee Tumblr Nummer 3, Fesche Fee Tumblr Nummer 1 und Fesche Fee Tumblr Nummer 2. Alle in einem Monster oder was? Schon wieder? Es reicht. Och, Menno. Frosch. Afrosch. Tumblr 2 Quappe. Robert. Roter Tumblr 3 Frosch. Tumblr 1 Quappe. Auwei. Hab ich's nicht schon geahnt, dass wir jetzt alle Monster hier nochmal besiegen müssen im Turm? Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, wenn wir hier alle Monster im Turm besiegen müssen. Oha, das möchte ich aber auch nicht. Das möchte ich nicht müssen. Das hieße ja, wir sind erst im Elfenreich. Nebenan hätten wir jetzt abgeschlossen von der Chronologie. Der dunkle Fürst, naja, der dunkle Fürst hat dann nicht ganz reingepasst in die Chronologie. Aber dann der König und die Prinzessin, dann der Flaschengeist, der Lampengeist und dann jetzt hier die Feen. Das wäre doch nicht so gut. Ich hoffe, die Musik ist laut genug. Man hört sie, man versteht sie. Und wenn nicht, dann nur... Ist das nur dieser Part und ich hoffe, euch stürzt es nicht zu sehr. Nehmen wir mal Impuls bei der Gelegenheit und greifen weiter den Frosch an. Den großen, riesigen Frosch. Okay, holen wir mal die Blecke aus der Ruhezone. Was mir die ganze Zeit schon auf der Zunge liegt, ist... dass der letzte Part ein wenig kurz war und ja, ein ganz klein bisschen kürzer war, weil ich in den letzten zwei Parts durchgezogen habe, sozusagen in einem Zug aufgenommen habe. Und deshalb ist das dann so ein bisschen, naja, im Schnitt entstanden, dass der zweite Part ein bisschen kurzer wurde. Dieser Part ist hoffentlich ein bisschen länger. Ich habe ja immer ein bisschen mehr Rohdatei und schneide es ja dann immer runter. Deshalb entstehen kürzere Parts, weil ja nicht alles direkt mit in den Endpart reinkommt. Manches halt rausgeschnitten wird, weil es halt entweder nicht passt oder aus irgendeinem Grund, vom Schnitt her rausgeschnitten gehört. So den Tamla 3 Frosch besiegen, bevor er uns mit seiner Bauchattacke angreift. Das habe ich als tragische Attacke in Erinnerung. Die Quappen, um die können wir uns später kümmern. Mampf, noch Annelie ist ultrafiziert. Und die Ultrafizierungs
Wie sieht das aus? Ja, der Mundgeruch. Oha! Den habe ich tatsächlich als tragisch in Erinnerung. Tragische Attacke. Genau deshalb. Zum Glück sind ja meine Steuern seitdem gestiegen. Meine Kapazität des Steuers. So, den müssen wir besiegen. Der ist schon fast besiegt. Komm, das kriegen wir doch hin. Den als erstes. So, jetzt können wir uns um die Kaulquappen kümmern. Die sind auch nicht schwach, aber die müssen erstmal warten, bis der Hauptgegner besiegt ist. Sammelt MP. Voll ins Auge. Okay, die haben wir noch nicht besiegt. Das braucht noch ein bisschen, bis wir die besiegt haben. Impuls auf die Kaulquappe 1. Okay, mampft sich selbst eine. Heilt sich selbst. Oha, braucht die Ruhezone. Achtet auf die Deckung. Okay, dann... Ich habe meine MP-Banane. Oh, der entdunkelte Fürst schenkt mir eine MP-Banane. Das ist schön. Das finde ich toll. So. Und die mal angreifen. Ultrasteuer haben wir leider keine mehr. Das finde ich außerordentlich schade. Unser Andi ist dann auch geheilt. Ich ruhe mich mal derweil in der Ruhezone aus. Könnte mal was bringen, wenn ich mich dort mal ausruhe. Können die anderen mal Sidewellen weiterkämpfen. Mega Explosion. Entspannt. Entspannt angreifen, okay. Von mir aus. Okay, die halten einiges aus, die Kaulquappen. Okay, ich bin eigentlich geheilt. Sollte man die Black hier rein tun. Ist zwar auch nicht sehr angegriffen. Aber die Ruhezone soll ja auch die MP wiederherstellen. Habe ich gehört. Vor 2 Jahren. Ich hatte noch ein bisschen mehr HP als die anderen. Ja, das ist halt auch die MP. Die Ruhezone. Eventuell haben andere bald die Ruhezone mehr nötig, weil es auch HP vor allem heilt. Ha! Und der dunkle Fürst haut auch mit drauf. Okay, ihre MP ist fast wieder da. Das ist ganz aufgeheilt. Geheilt natürlich. Nein, Zwergi. Musst du mit dem Dings kommen. Einen Moment, bitte. Nicht besser. Njam. So, wurde wieder geheilt. Ich habe eine HP-Banane. Für mich. Nice. Die Annelie darf sich mal ausruhen. Eine kurze Zeit. Puls mal auf die erste Kaulquappe. Kaulquappe 1. Mega Explosion. Ist die eine schon down? Sieht so aus. Die zweite auch gleich. Das wäre schön. Blacky mal mit Annelie getauscht. Und ich greife an mit Impuls. Und kriegen wir so schon, die letzte Kaulquappe. Ja, wir haben sie gekriegt. Nicht übel, oder was? Da haben wir sie gerettet. Danke. Gerettet. Eine ganze Menge. Die Zahl kann ich, will ich nicht mehr lesen. Merci vielmals. Und sie auch gerettet. Danke, meine Lieben. Alle Tumbler fehlen gerettet. Alle 3 zurückgebracht, sauber abgeräumt. Da gibt es wieder Bonus-Erfahrungspunkte. Die kriegt Ene, Mene, Miste, was rappelt in der Kiste, Ene, Mene, Mu und raus bist du. Raus bist du noch. Moment. Ja. Das wollten wir jetzt nicht noch ewig hinauszögern. So. Da kriegen die Feen ihre Gesichter wieder zurück. Auch wenn sie nicht gerade die schönsten Gesichter sind, aber die haben sie sehr zurück. So eine Erleichterung. Puh! Der dunkle Fürst hat offensichtlich ein gewaltiges Upgrade erhalten. Dunklerer Fürst. Gronk! Alberne Bezeichnung. Na, wenn es nur das wäre. Der Typ ist penetrant. Ach, ich mag diese kleine, die ganz kleine Fee, die grüne. Das ist meine Lieblingsfee. Aber du wirst schon mit ihm fertig werden, Schätzchen. Nimm dich in Acht. Wir warten im Dorf auf dich. Wenn du verlierst, bekommst du es mit uns zu tun. Mit mir, hat sie gesagt. Naja. Aber auch mit den anderen bekomme ich es vermutlich dann zu tun. Aber ich werde nicht verlieren. Ich werde das nicht zulassen, dass ich verliere. Höllen-Hotstock. In dem Kampf gegen den dunkleren Fürsten werde ich nicht verlieren. Das geht einfach nicht. Welchen Hebel betätigt Annelie? Den linken.
Zack. Eine Banane. Hätten wir auf dem anderen einen Bonbon erhalten. Ich hätte es zu gerne rausgefunden. So, dann geht's mal weiter mit einer Banane. Läuft wie ein Schnürchen. Oh, wieder eine Schatztruhe. Wie viele Schatztruhen kriegen wir denn hier? Ein Spielschein. Na danke, auf den hätte ich verzichten können. Ich habe schon 230 auf Lager, weil ich immer eine Umfrage vor jedem Part machen muss. Ja, du sagst das, Sarah. Meine Güte, ich könnte an Ort und Stelle einschlafen. Ich habe letzte Nacht kein Auge zugetan. Mir ging einfach so viel durch den Kopf. Und deswegen bin ich jetzt todmüde. Annelie, hörst du mir überhaupt zu? Das heißt wohl nein. Die schlafen im Stehen. Schläft einfach im Stehen ein. Ein bisschen gerannt hier. Und jetzt wird gekämpft, gerannt und gekämpft. Hier wird nicht eingeschlafen. Aktiv hier mit dabei sein. Kämpfen. Impuls bringt da, glaube ich, relativ wenig. Wenn ich mal meine fiese Form einsetzen, die bringt da relativ viel. Oh, und einer hat überlebt. Der wird dann von Blackie versohlt. Jo, ich will so einen Kampf da nicht überleben, um extra von Blackie versohlt zu werden. Das muss dann auch nicht sein. Marshmallow! Nur einen. Bei gefühlt 50 Gegnern. Wer hat uns sammeln? Sowieso, Sarah. Sowieso immer. Als ich der dunkle Fürst war. Nun, da lernte ich ein wenig die Gedankenwelt des dunklen Fluchs kennen. Und was ist sein Ziel? Ich glaube, er möchte einfach nur alle leiden sehen. Er ist ein fürchterliches Wesen. Sein Herz ist erfüllt von Hass, Neid und Zorn den Leuten gegenüber. Er fließt geradezu über vor unbändiger Bosheit. Uiuiuiui, so jemanden dürfen wir auf keinen Fall frei herumlaufen lassen. Ach, es ist alles meine Schuld. Wäre ich doch bloß stark geblieben und hätte seinen Versuchungen widerstanden. Ach, mach dir jetzt doch keine Vorwürfe mehr. Ich werde ihn mir vorknöpfen. Form wird das perfekt aussehen. Der Kampf gegen den dunklen Fürst. Danke, das macht mir Mut. Dunklere Fürst bestimmt ganz, ganz ernst, wenn ich mit meiner pinken Uniform antanze. Hey, du da, hör mir mal kurz zu. Wer kann immer weiterspielen? Wer könnte immer weiterspielen? Fast habe ich es getroffen. Ich bin's, der einzig wahre Kussfreak, Richard Castle. Erkennst du unsere rätselhafte Mie auf einen Blick? Dann spielen wir doch eine Runde Vorhang auf. Oh ja, machen wir das mal wieder. Lass uns gleich anfangen. Und ob ich in den letzten zwei Parts nicht doch im vorletzten Part könnten wir es gehabt haben. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Es gibt drei Fragen. Fangen wir an. Frage Nummer 1. Rück raus damit. Ach du Scheiße, war der Vorhang dünn. Ich hab's trotzdem erkannt. Richtig, es war Sarah. Gut gemacht. Habt ihr ihn erkannt? Frage Nummer 2. Uha, das ist wirklich eng. Das ist wirklich knifflig. Aber ich würde sagen... Nein, nicht. Oha. Das war wirklich knapp. Ich habe auf Julian getippt. Wen hättet ihr getippt? Schade, das war's dann. Knifflig auf den letzten Etappen hier. Auch die Kusses von dem Kussweg hier werden nicht mehr die leichtesten sein. Echt eine starke Leistung. Du hast eine Frage richtig. Hier ein kleines Geschenk. Eine Spielbanane erhalten. Nur eine. Richtigen erhält man dann wohl 3. Bananen. Was soll's? Ich werde jetzt nicht rumheulen. Oha, wenn das nicht eine Ankündigung ist. Todesschild und Todesschwert. Wenn das nicht schon eine Ankündigung für den nächsten Gegner ist. Für den nächsten Boss, für den großen. Nächsten Déjà-vu-Boss. In Erinnerungen heißen die ja Déjà-vu. Deshalb habe ich das auch mal in den Titel geschrieben. Weil es wirklich, wenn man im Menü hier auf die Erinnerung klickst, dann sind es das Déjà-vu-Gegner. Mampf, Mampf,
Alle werden von Sarah wieder geheilt. Das bringt es doch, die Köchin mit ins Team zu nehmen. Das ist doch immer wieder schön. Ich habe zwar auch eine Heilungsattacke, setzt die aber nie ein. Ich vergesse es immer wieder. Wieder mal geschafft. Wir 4 bzw. wir 5. Wir 4 plus ins Dunkel der Fürst. Schildkraton. Na dann, Schildkratin. Können wir ja mal weiter. Da. Feuerdämon und Todesschilder. Na, die werden wir auch noch bestehen. Wie wäre es denn mit dieser Formel? Können wir zumindest die Schilder mal ausschalten? Nicht? Okay, dachte. Die sind wohl etwas stärker. Was? Mich hat's runtergehauen. Zitternd. Was zitterst du denn, Zwergi? Vor solchen Schildern? Oder vor dem Dämon hier? Ach, vor dem Dämon brauchst du auch keine Angst zu haben. Dann liest du doch mit leichtem. Das ist doch ein leichtes für dich. Außer unmöglich. Zitter. Ach, Mensch. Mensch, Zwergi, was ist denn heute mit dir los? Was? Stur? Donald braucht keinen schönen Schlaf. Donald braucht keinen schönen Schlaf. Doch, Donald, das brauchst du. Donald, glaub mir, du brauchst den schönen Schlaf. Auch wenn du es selbst nicht glauben willst, aber du brauchst ihn. Feuer frei hier. Okay, jetzt haben wir noch den Dämon in der Mitte. In der Mitte. Wollte jetzt schon Englisch sprechen. Blablabla. Zunge verknot. Ich wollte schon Englisch sprechen. Into the middle. Ich helfe euch. Na kommt, das kriegt ihr hin, auch ohne mich. Jo, ihr habt's geschafft. Leck nun, komm mal siegreich. Ich hätte ewig so weitermachen können. So, Zunge wieder entknotet. Und weiter geht's. Jetzt eine Tasse Tee. Ich werd's verkraften. Was? Nein, Donald im Dunkeln. Huch! Wer hat das Licht ausgemacht? Wo sind's denn alle hin? Donald geht nach rechts. Nach rechts. Huf! Stolpert über wen? Nein, über den Bonbon. Was macht das denn hier? Donald erhält ein MP-Bonbon. Schön, das hat's gebracht. Auf jeden Fall. Wir sind gut drauf. Irgendwas sagt er da. Julien, Fasels, die Blacky Lord, Todesschwert, Todesschild und Orochi. Ich habe mich mal belesen, es heißt wirklich Orochi. Man könnte es unter Umständen auch Drachi nennen. Was aussieht wie Drachi, aber es wird Orochi genannt. So sagt das Internet zumindest. Das Internet. Und was im Internet steht, das ist ja, das muss ja stimmen. Huha! Blacky! Nein! Donald! Nein! Was ist denn los mit dem Team? Huha! Der Drache ist wohl etwas stärker. Huha! Habe ich wieder belebt. Auswahl unmöglich. Ich heule um Blacky, die jetzt wieder belebt wurde. Ja, was auch immer. Okay, den einen haben wir besiegt. Das Schild scheinbar. Nein! Ha! Was passiert hier? Nein! Hilfe! Nein, nicht sterben. Oha, jetzt bin ich am Boden. Zwergi, jetzt heute denkt ihr um mich. Ach, was ist denn das hier, ein Trauerspiel? Ja, echt nicht. Mal das Schwert und den Drachen besiegen. So viel haben die doch gar nicht mehr. So viel muss doch gar nicht mehr vorhanden sein. Dann kriegt ihr das hin zu 2-1. Komm schon, ich schaff das. Ich schaff das, sagte ich. Ja, schaff das, sagte ich. Ich sagte, ihr schafft das. Was? Hä? Tut mir leid, Leute. Ah. Das passiert nicht nochmal. Oh. Das ist die richtige Einstellung. Was? Ach, Menno ist die richtige Einstellung. Mon-Wagen. Ja, das kriegen wir doch hin. Nee, das war der Drache. Der Orochi. Den müssen wir besiegen. Komm, das kriegen wir doch hin. Vorher kam noch ein Dämon. So viele Kämpfe hintereinander. Ah. Das ist verzwickt hier. Ich lasse mich nicht einkriegen und setze Ultrasteuer ein. Vielleicht bringt das hier etwas. Impuls auf den Feuerdämon. Ich konzentriere mich heute diesmal auf den Feuerdämon. Die Schilder können mir erstmal egal sein. Die hauen nicht so stark zu.
erstmal den Feuerdämon besiegen, damit der uns nichts mehr antun kann. Feuer frei. Oh, schon haben wir ihn besiegt. So einfach geht's. Ich muss mich, glaube ich, mal in die Ruhezone stellen. Oh, eine Endspielbanane. Oder auch nicht. Dann halt nicht in die Ruhezone. Was? Blacky ist wütend. Das sieht ja lustig aus. Und die anderen auf Ultrasteuer und die Blacky wütend. Puh. Schild setzt, stellt sich schützend vor Schild. Was? Hä? Wie das? Das ist eine komische Kombination. Und tschüss. So, den einen noch. Den verabschieden wir jetzt auch noch. Tschüss. Da haben wir jetzt noch einen Gegner. Noch hin. Das war's wohl. Nein, das war's noch nicht, Donald. Leider noch nicht. Schildkarton. Da haben wir wieder was zu mampfen. Auf Eisen zählt nur eins, die Freundschaft. Na, Gegner. Kommt der jetzt? Kommt der? Da ist Orochi. Wir stürzen uns als erstes auf Orochi, Team. Ja, stürzen wir uns als erstes auf Orochi. Ist mal egal. Komm, das kriegen wir hin. Ataki! Orochi! Wir machen dich alle! Los, Blacky auf Orochi! Was hast du gemacht? Ach so, wohl abgewehrt. Ich dachte schon, die zieht zurück. Huha! Ruhezone! Die Ruhezone nutzen! Wohl ordentlich scheiße, weil Blacky noch Ultrasteuer inne hat. Aber was soll es? Muss wohl sein. Mach doch bitte mal den Orochi fertig, bevor er angreifen kann. Okay, die Blacky hat jetzt nichts davon abgekommen. Die ist in der Ruhezone. Impuls auf Orochi, macht ihn alle. Den Schild und das Schwert. Das können wir dann notfalls noch später machen. Das kriegen wir dann auch noch hin. Huha, Doppelhieb. Einmal angreifen, das ist unfair. Oha, und das ist auch unfair. Diese Attacke ist sehr, sehr unfair. Huha, besiegt. Zwangi. Nein, ich wollte Blacky. Ich tot bin, bitte nicht die anderen angreifen, sondern den Orochi. Die Ruhezone ist fertig, Festmal. Jetzt sind alle geheilt. Das heißt, Festmal nicht einsetzen müssen. So, Knieflucht. Komm, das kriegen wir hin. Hau rein. Und danke auch an dich, Julian, dass du auch mithilfst. Oh, Rochi besiegt. Jetzt nur noch das Schwert kommt. Haut rein, haut. Nicht daneben. Ach, mich habe ich wieder belebt, oder was? Komm schon. Volle Pulle. Er schafft das. Attack. Was, noch nicht fertig? Feuer frei. Mythopia Second. Schafft. Ich bin stolz auf euer... auf euch. Auf euer Team, wollte ich sagen. Auf mein Team. Auf euch. Auf eure Kampfbereitschaft. Auf eure Kraft. Zeit. Bettzeug. Was? Bettzeug machen. Ernst. Noch ein... noch etwas. So viele hintereinander. Irgendwann muss doch ein Gasthaus kommen. Drei Orochis. Im Ernst. Und meine Streuer sind verbraucht. Wie soll das denn gehen? Im Ernstspiel. Im Ernst. Kommt danach etwa der dunklere Fürst. Dass wir hier jetzt alle hintereinander besiegen müssen. Ach du Schande. Und die sind alle genauso stark. Streuer habe ich jetzt verpulvert. Ich glaube, mein Schweintanz-Klapperloma, das ist hier. Das ist doch nicht möglich. Und dann noch hier diese Orochis hier. Hä? Ich greife den mit den meisten HP an. Alter Schwede, was verlangst du von mir, Spiel? Was willst du hier? Alter. Ich habe auch keinen Lebensstreuer mehr. Braucht für die vorigen Kämpfe. Manometer. Okay, den einen Orochi habe ich besiegt. Herr Donald besiegt den zweiten auch. Kriegen wir noch die dritten hin? Kriegt ihr noch den dritten hin? Jetzt mal die Blacky in die Ruhezone. Mal Donald reinbringen. Und der hat's nötig. Zum Glück ist die Ruhezone jetzt. Okay, kommt, ihr kriegt das hin. Team, ihr kriegt das hin. Julian, du auch. Oha, diese Attacke, vor der habe ich Angst. Okay, greif an. Festmal, alle geheilt. Danke Sarah, danke dafür in diesem Kampf. Komm, ihr kriegt das hin. Der müsste doch schon fast besiegt sein. Ich sehe es nicht mehr, weil ich nicht mehr mitkämpfe. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt bitte nicht noch ein Gegner.
Fresserspiel, was willst du hier von mir? Alters. Ich freue mich schon auf den dunkleren Fürst. Und wenn das hier schon so eine Anmaße nimmt hier. So ein Ausmaß heißt das, glaube ich. Heilige Fresse, wie soll denn das werden? Im letzten Kampf. Ein Gasthaus. Ja, das kommt deutlich spät. Ich weiß echt nicht, wie lange der Part ist. Andi fühlt sich wieder besser. Erstmal keine kleine Pause. Das geht echt nicht mehr. Du, ja, ich weiß halt nicht, wie sehr ich das jetzt im Schnitt runtergekürzt habe, aber so in Rohdatei passt das schon jetzt einigermaßen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr, ich habe es jetzt so in der Rohdatei knapp 35 Minuten, das kürze ich dann in der Regel eigentlich, ja, müsste es dann so passen auf 28 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht wären es knappe 30. Ich mache jetzt Schluss. Euch nach oben soll es euch gefallen haben. Dieser Part war sehr, sehr, sehr actiongeladen. Sehr, sehr starke Monster hier. Ganz viele hintereinander. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Und ja, habe ich schon gesagt, lasst ein Abo da. Ich weiß nicht mehr. Ich bin so durcheinander von den Kämpfen jetzt hier. Ihr wisst Bescheid, was ihr zu tun habt. Gehabt euch vor allem wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Part. Ich mache jetzt erstmal Pause und lehne mich mal ein bisschen zurück und... Alter, mach mal hier erstmal Pause. Ciao, ciao.